kontert wieder sofort und setzt hier den Armhebel an. Und das wird nicht lange dauern, da wird er auch sein Knie mit reinlegen. Nein. Hier zieht er den Arm lang und der Druck gegen die Schulterkugel kommt gleichzeitig. Und das ist Mr. Mick McMichael, der Referee dieses Kampfes. Und bei ihm braucht man ja wohl nicht zu sagen, welche Nationalität er hat. Das sieht man ja wohl. Der Referee im Schottenrock. Und wir sind hier in Caudry in Nordfrankreich. Das ist eine Stadt, die ist schon immer catch-begeistert gewesen. Viele der Zuschauer haben die Kämpfe gesehen von Ben Chemoul hier, den Franzosen. Gilbert Leduc, die ganz großen Namen. L'Ange Blanc, die französische Ringkampfschule war das, wo auch die Belgier natürlich dazugekommen sind. Wo auch, wie gesagt, Le Grand Vladimir seine Kämpfe aufgestritten hat. Er war ein ganz großer hier. Ah, und jetzt muss sich Cowboy Cruz überlegen, wie er diesen Kampf überhaupt weiterführen kann. Er hat ja gesagt, er will ihn sogar gewinnen. Er hat gesagt, wer ist Rambo, er soll Weltmeister sein, ich werde ihm diesen Titel abnehmen. Aber das Ganze hat er beim Interview gesagt, als er über die Kirmes gelaufen ist. Da sollte er vielleicht erst einmal auf einem Schaukelpferd reiten lernen. Denn hier muss er ja den Weltmeister schlagen, nicht irgendeinen. Er muss den Mann schlagen, der in einem ganz großen Kampf seinen Titel gewonnen hat gegen Bull Power. Aber hier muss Rambo einstecken erst einmal. Wieder die Faustschläge, die die Amerikaner so gerne anwenden. Und so wie man da ein bisschen beeindruckt ist, dann kommt gleich der Schlag ins Genick oder auf den Rücken oder sogar in die Nierengegend. Und das nimmt dann natürlich die Kondition. Das sind alles natürlich Krafttaktiken, die hier angewendet werden. Die Luftzufuhr und oder aber die Blutzufuhr zum Gehirn absperren. Das ist hier der Sinn eines solchen Würgegriffes. Aber da wird Rambo sich doch wohl einiges überlegen, um da schnellstmöglich wieder rauszukommen. Trotzdem er im Augenblick ja ziemlich einstecken muss. Und das Knie schon wieder fast in die Rippengegend, also auf die kurze Rippe. Das sind ja Schläge, die auch beim Boxen immer wieder angewendet werden. Diese kurzen Schläge oder in diesem Fall die Tritte gegen die kurzen Rippen. Und Mick McMichael zählt an hier. Dieser Kampf lebt natürlich jetzt davon, dass man nur darauf wartet, wie Rambo hier aus seiner Bedrängnis kommt. Und hier muss er einmal diesen Body Slam nehmen. Und ich kann es nicht oft genug sagen, wenn es da runtergeht auf den Ringboden, dann tut es weh. Das nimmt einem sofort die Luft. Und schon wieder die Strangulation angesetzt. Und der Backdrop gleich hinterher. Ja. Rambo wird ja seinen Titel verteidigen müssen am 21. Dezember. Gegen den Star überhaupt aus den USA, der da kommt, um ihnen den Gürtel wegzunehmen. Kent Patera kommt da nach Bremen und beim Eurocatch Festival in der großen Bremer Stadthalle am 21. Dezember muss Rambo dort seinen Titel verteidigen. Hier wird er angezählt und das wäre natürlich das ganz große. Die Überraschung, wenn Cowboy Cruz hier den Weltmeister schlagen könnte und eventuell damit sogar die Chance kriegen würde,
als Herausforderer bald anerkannt zu werden. Das wäre die ganz große Überraschung. Und hier ein Armhebel angesetzt, wo gleichzeitig... Ja, und der... Nein, es ist ja so, diese Amerikaner, sie können teilweise einen Griff nicht lange genug halten. Er hatte wirklich diesen Griff jetzt angesetzt, bei dem man glauben konnte, hier wird Rambo zermürbt. Aber schon lässt er selbst los, versucht eine andere Taktik wieder, schlägt zu und muss dann selbst wie hier eine Clothesline nehmen, die ihn beeindruckt hat und wird gleich wieder in die Seile geworfen. Kann hier aber kontern. Rambo rennt unten durch und da kommt dann der Ellbogen. Und hier nutzt er sofort seine Chance. 1, 2, 3. Und Sieger ist Rambo hier. Aber das macht ja den Champion aus. Denn hier hat er jetzt kurz einen Prozess gemacht mit Cowboy Cruz. Hier hat man es gesehen. Das dauert dann nur Sekunden. Und da wird eine Chance genutzt.